Einen wundervollen guten Abend an alle Zuhörer da draußen. Heute ist wieder die Sendung Herz, Körper, Seele. Und wir haben heute den 21. November 2017. Und mit mir ist die liebe Marion wieder mit dabei. Herzlich willkommen, Marion, dass du da bist. Schönen guten Abend, auch dir ein herzliches Willkommen, liebe Yvonne und alle Zuschauer da draußen natürlich auch. Ja, wir haben uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Es sind auch sehr, sehr viele Vorschläge gekommen, auch per E-Mail. Das werden wir dann natürlich auch wieder nennen, die E-Mail-Adresse. Und da mussten wir natürlich auch entscheiden, was machen wir. Aber wir haben uns natürlich für bestimmte Themen ausgesprochen, die sehr, sehr wichtig sind, gerade in der heutigen Zeit. Und meine Themen ist das Magnesium. Und auch das Kalium, was sehr, sehr wichtig ist und auch oftmals verkannt wird. Ja, liebe Marion, was hast du denn heute auf deinem Repertoire, was du ganz gerne vortragen möchtest? Ich würde gerne über Biochemie reden und Mineralstoffe nach Dr. Schüssler. Ah, das klingt interessant. Ja, viele Menschen haben natürlich auch geschrieben gehabt, oh, könnt ihr nicht denn alles mal nach Krankheiten aufbröseln und danach, das geht nicht. Wir haben uns das auch schon überlegt. Es ist eine sehr schwierige Kiste, weil leider sind so viele Pflanzen und auch Wirkstoffe, die wir zu uns nehmen können, in allen Pflanzen vertreten, die für so viele Krankheitsbilder zuständig sind. Und wir wollen ja auch ein bisschen den Menschen auch ein bisschen mehr beibringen, Dinge wieder die Natur wieder an den Mann zu bringen oder die Frau zu bringen und einfach auch Wissen vermitteln. Und jetzt nur nach Krankheiten, also Krankheitsbildern, das zu sortieren, ist etwas schwierig. Wie siehst du das, Marion? Ja, genauso. Weil viele Pflanzen, wie du schon sagst, haben so ein großes Spektrum aufzuweisen. Man kann mit einer Pflanze viele Sachen, Ursachen beheben von Krankheiten. Und da ist es so rum vielleicht auch günstiger. Vielleicht können die einen oder anderen dann in E-Mails uns Fragen stellen zu ihren Beschwerden, Symptomen. Aber ich weiß nicht, wie wir es sonst machen könnten. Also andersrum halte ich es nicht für nicht so sinnvoll. Gehe ich genau konform mit dir. An alle Zuhörer da draußen, wer natürlich heute eine E-Mail schicken möchte zu den genannten Themen oder einen Beitrag dazu bringen möchte, kann das gerne an die E-Mail-Adresse studio@ddb-radio.de schicken. Und da wäre es ganz lieb zur besseren Kennzeichnung, dass im Betreff denn zum Beispiel Herz oder Herz, Körper, Seele, so wie ihr wollt, wie die Sendung sich nennt, dann halt einfach im Betreff Eintrag, dann wissen wir ganz genau Bescheid. Ah, das gehört in unsere Sparte. Ja, und ansonsten werden wir natürlich dann auch in der Halbzeit wieder das Telefon öffnen und die Nummer lautet 0 dreimal die 3, 5, 7, 9, 6. 9, 7, 8, 6. Ich wiederhole. 0, 3 mal die 3, 5, 7, 9, 6, 9, 7, 8, 6. Und ihr könnt die Nummer natürlich auch entnehmen, über den Studio-Playern. Da steht die Nummer nämlich auch nochmal drauf. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Magst du denn schon loslegen, liebe Marion? Ich wollte dich ja bitten, dass du heute mal anfängst, aus Okay, bestimmten dann. Gründen. Okay, dann machen wir das mal so. Also, mein Thema war ja heute als allererstes. Das Magnesium, Magnesiumchlorid. Das Magnesium ist für so viele Dinge im Körper verantwortlich und man gibt uns da immer wenig Informationen. Ja, das hilft gegen Muskelkrämpfe und das war's dann. Nein, ist es nicht. Zum Beispiel ist eine ganz wesentliche Sache, dass zum Beispiel Magnesium für mindestens 300 Minimum, also die bekannt sind, für, ja, wie soll man sagen, im Körper verantwortlich sind, in Mitarbeit mit anderen Substanzen im Körper, ob es jetzt die Spurenelemente sind, Vitamine oder sonstiges, die dann halt im Körper so einiges anstellen. Und ja, ich würde auch hier aber dabei natürlich erst als erstes mal damit anfangen, wofür man denn das Magnesium benötigt. So,
Da hätten wir, und das ist jetzt wirklich eine ganz schöne lange Latte, also ich versuche mich da ein bisschen kurz zu halten, die Wirkungen von Magnesium im Körper. Magnesium ist im menschlichen Körper für über 300, wie schon gesagt, verschiedenen Funktionen zuständig. Natürlich die wichtigsten kennt man bereits, ist die Muskelentspannung. Und Kalzium zum Beispiel ist für das Zusammenziehen der Muskeln zuständig und das Magnesium ist für deren Entspannung zuständig. Hat der Körper aber genügend Magnesium, so tritt kaum je ein Muskelkater auf. Und was ganz interessant ist, Angst kann die Kehle zuschnüren, wenn Magnesium fehlt. Das ist auch ganz interessant. Magnesium ist auch dafür zuständig, wenn man zum Beispiel unter Depressionen leidet, also Angstzustände und so weiter. Und durch Magnesiummangel können Arm- und Beinmuskulatur sich so sehr verkrampfen, dass sogar die Sehnen überdehnt werden. Magen, Leber, Gallenblase und Niere können sich ohne Magnesium nicht mehr entspannen und erfüllen ihre Funktionen nur noch eingeschränkt. Man fühlt sich also so daher müde und verkrampft. Aber was auch ganz, ganz interessant ist, die Gefäße, das Herz und der Kreislauf sind ein wesentlicher Faktor, wo das Magnesium nicht fehlen darf. Denn es ist also das Magnesium ist für die Blutgefäße, vor allen Dingen für die Arterien, sehr, sehr wichtig. Und auch für die Nährstoffe für das Herz ist das Magnesium wichtig. Und der Mineralstoff steuert jeden Herzschlag. Er trägt wesentlich dazu bei, dass das Organ im Takt bleibt, mit Energie versorgt wird und nicht überstrapaziert wird. In jeder Zelle des Herzmuskels muss das Mineral in ausreichender Menge vorhanden sein. Ansonsten kann die Steuerung des Organs außer Kontrolle geraten. Wie macht sich das bemerkbar? Durch zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Auch die Blutgefäße reagieren empfindlich auf ein Magnesiumdefizit. Sie verengen sich. Dadurch steigt der Blutdruck und die Durchblutung. Und unter anderem im Herzgewebe kann sich das natürlich verschlechtern. Eine Verengung der Herzkranzgefäße kann sich zum Beispiel durch ein Engegefühl in der Brust, durch Beklemmung und durch Herzschmerzen bemerkbar machen, zum Beispiel bei der Angina pectoris. Ja, es wirkt sich natürlich auch auf das Cholesterin also sehr gut aus. Und für das Herz bedeutet das Fehlen von Magnesium eine Verkrampfung, ein beklemmendes Gefühl. Ja, und natürlich Herzarterien, Unterbrüchen. Also es wird natürlich vermutet. Und es ist natürlich für so viel andere Dinge auch verantwortlich. Es stärkt das Immunsystem. Da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Es ist eine Energiegewinnung, die durch das Magnesium wieder zugeführt wird. Zum Beispiel ist es auch zuständig, dass aus Fett, Kohlenhydraten und Proteinen die Energiegewinnung wirklich, also wirksam entnommen werden kann. Und zum Beispiel, und jetzt kommt es natürlich auch wieder, ganz interessant, liebe Marion, da werden wahrscheinlich die Frauen, aber vielleicht auch einige Männer sich darüber sehr freuen. Magnesium ist wirklich wichtig für den Fettabbau. Und das ist der Knaller, weil das Magnesium frisst das Fett. Für den Abbau von Fett wird sehr viel Magnesium aber benötigt. Magnesium ist da deshalb auch ein Bestandteil von Enzymen, die fettverzehrende Nervenreizstoffe binden. So sorgt dieses Mineral dafür, dass der Stoffwechsel in den Zellen möglichst schnell angekurbelt werden. Wofür ist es noch gut? Bildung von Zähnen, Knochen und ganz wichtig für alle Arthrose-, Gicht-, Rheuma-Patienten, für das Knorpelmaterial. Entgegen der Meinung vieler Fachleute sind natürlich tausende von Beispielen aus dem normalen Leben bereits bewiesen worden, dass sowohl Überbeine, haha, verschwinden, als auch dass Gelenke, Knorpel, Bandscheiben und Knochen sich wieder erneuern können. Ich kann da nur zu sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben auch Nachbarn gehabt, da war ein Nachbar, der sehr, sehr viel, also wirklich starke Schmerzen hatte in den Knien wegen Arthrose. Und da habe ich dann natürlich, also habe ich dann also so ein Magnesium Öl hergestellt, das dann im Wasser aufgelöst wird, das erkläre ich aber später noch ein bisschen dazu. Und dann hat er auch seine Knie eingesprüht damit, aus einer Sprühflasche heraus, eingerieben also in die Gelenkteile.
und hatte nach wenigen Stunden schon, also kaum noch Schmerzen. Ja, bei anderen war das so, das hat sich dann erst nach ein, zwei Tagen eingependelt. Und ja, die Schmerzen in den Knien wurden weniger, auch in den Knöchelbereichen. Ja, und das Wasser, das Lymphwasser wurde auch abgetragen. Es wurde dann wieder weiter transportiert, was vorher stehen geblieben ist. Also es ist schon auch hier wiederum ein Tausendsasser, wenn man es so nimmt. Wusstest du das denn eigentlich, Marion, dass das so wichtig ist, auch gerade bei Arthrose? Nee, hätte ich jetzt andere Mittel zu verwendet. Also spielt sicherlich bei allen Körperfunktionen eine Rolle, aber das wusste ich jetzt nicht, dass das da gerade so wirkt. Ja, und was auch eine sehr, sehr wichtige Tatsache ist, dass es auch eine Wiederherstellung der Knochenzellen durch den eigenen Körper wieder ermöglicht wird, wenn man das Magnesium mit dazu tut. Und das wissen auch sehr viele nicht. Ich wusste das auch vormals nicht, aber am eigenen Körper habe ich das natürlich selber auch bemerkt. Und ja, was viele auch hier nicht wissen, auch bei Schuppenflechte, ich kann es immer nur wieder anbringen, tut mir leid. Bei Schuppenflechte ist es zum Beispiel so, wenn man den ganzen Körper mit einsprüht und das verreibt dann mit dem Wasser zusammen, dann ist das ja so ein leicht öliger Grund auf der Haut. Und da ist es auch sehr interessant, die roten Stellen der Schuppenflechten, also der Herde, werden zusehend, also und zunehmend heller. Also die Rötung der Haut verschwindet so ein peu à peu, je nachdem, wie ausgeprägt die Psoriasis ist. Und man kann es auch auf die Kopfhaut verreiben und ja, den ganzen Körper halt. Und ja, und die Beschuppung geht auch weg, weil durch diesen leichten öligen Grund kann man auch die Beschuppung auch etwas ja, verringern. Aber man kann natürlich da auch viele, viele andere Sachen dazu tun. Gut, was gibt es noch bei Magnesium zu beachten? Ja, Magnesium stärkt die Nerven. Auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel Unruhe empfindet oder man leidet unter Schlaflosigkeit, Nervosität oder ist einer hohen Stressanfälligkeit ja, ausgesetzt oder beziehungsweise einem hohen Stress ausgesetzt. Ja, oder zum Beispiel Augenzuckungen, nervöse Augenzuckungen oder zum Beispiel bei Restless Legs, also ruhelosen Beinen oder Running Legs nennt man das auch, also laufende Beine, die man dann manchmal, wenn man schläft, dann auf einmal fangen die Beine an, einfach zu wackeln. Und da ist es auch super gut und die Erscheinung da verringert sich auch. Und viele Menschen trauen sich darüber gar nicht zu sprechen. Und ja, wenn Sie da halt eine genügend hohe Dosis zum Beispiel nehmen an Magnesium, verringert sich das auch. Der Blutdruck verändert sich. Die Nerven werden, wie gesagt, besser. Ja? Und man hat auch einen hoffnungsvolleren ja, Blick nach vorne, sollte man nicht meinen. Aber wo es hilft auch noch, Eierstockverkalkung. Gibt es auch, wusste ich auch nicht. Oder bei Prostatavergrößerungen kann es sehr, sehr gut wirken. Aber auch natürlich bei Sport, wenn man sehr stark Sport treibt, um den Elektrolythaushalt anzukurbeln und ihn aufrecht zu erhalten, ist hier also ein elektrisches Gleichgewicht sozusagen zwischen den Zellen gegeben. Was hilft es noch beim Zellstoff? Wechsel. Viele Menschen möchten ja ganz gerne ja ein bisschen jünger aussehen im Gesicht, weniger Falten und so weiter. Und da ist es natürlich ein Wahnsinn, was auch das Magnesium hier macht, wenn man es also auch wirklich kontinuierlich auch benutzt und anwendet, dann werden auch die Fältchen im Gesicht dann leichter, weil das Gewebe wird flexibler durch das Magnesium und es sorgt dafür auch, dass Gewebe weicher wird. Ja? Und da kann man natürlich wahnsinnig viel reden, ich auch, aber ich will euch da nicht zu viel vorwegnehmen, weil es ist ja auch wichtig, dass ihr alle, auch die Zuhörer, hier auch ein bisschen Eigenrecherche machen. Und das ist auch ganz wichtig. Wir werden natürlich auch die
Links dafür, die Informationen der Seiten, euch auch natürlich unter dem Video, zum Beispiel ja, im YouTube-Kanal, weiß ich, Menschen der verfassunggebenden Versammlung, dort dann auch unten drunter und das Video packen. Das ist ganz klar. Wusstest du zum Beispiel, Marion, dass zum Beispiel auch die Lungenfunktion durch Magnesiumaufnahme bei Bronchialasthma und das ist ganz wichtig, weil viele haben schon danach gefragt, bei COPD sehr hilfreich ist. Also bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Und wenn man jetzt das zum Beispiel nimmt, wird auch die Histaminausschüttung wird dadurch gehemmt. Und das ist auch so eine wichtige Sache. Und viele, viele, die zum Beispiel das verbergen und nicht sagen wollen, ist zum Beispiel auch, dass es hilfreich bei Epilepsie ist. Oder wenn man allgemein am Körper Schmerzen hat. Ja, also es ist der Wahnsinn. Und was auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel die Zellkopie. Was bedeutet das? Ja, die Zellkopie ist eine sehr, sehr wichtige Funktion. Eigentlich die wichtigste Funktion überhaupt ist die Mitwirkung, dann natürlich bei dem Magnesium, bei der Zellteilung. Bei Werten unter 10 Millimol, ja, ich könnte jetzt zwar die Daten nennen, aber das wäre jetzt wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, in der Zellflüssigkeit entsteht statt Abbilder der alten Zellen nur noch entartete Zellen, also Krebszellen. Darum ist eine ständige Zufuhr von Magnesium an jedem Tag des Jahres so wichtig. Ohne Magnesium kann keine Zelle gesunde Kopien herstellen. Und wie vormals ja schon gesagt, 300 Funktionen des Körpers übernimmt es. Naja, denn es ist auch wichtig, Schutz gegen Schwermetallauswirkungen. Magnesium kann den Körper vor den Gefahren von giftigen Schwermetallen wie Aluminium, Quecksilber, Blei, Cadmium, Beryllium und Nickel schützen und ihre Ausscheidung unterstützen. Also du merkst schon, Marion, also es ist ein Wahnsinn, wie vielfältig es anwendbar ist, wo auch, ja, wie soll man sagen, Magnesium überall wirkt. Hättest du das jetzt alles so auf dem Schirm gehabt? Nee, war. Nee, hätte ich auch nachlesen müssen, ganz ehrlich. Ja, also ich sag mal so. Für den Herzmuskel, das wusste ich. Ja, also ja, weil die Elastizität der Arterien ja auch dann unterstützt. Und ich sag mal so, es sind ja sehr, sehr viele Dinge, auch zum Beispiel ist es wichtig bei Migräne. Ja, wie viele Menschen leiden unter Migräne, aber das hat meistens, nicht immer, aber eigentlich zu 90% hat es immer mit dem Sauerstoffmangel im Körper zu tun, dass halt auch die Verkrampfung der Blutgefäße, wenn die zu starr werden, ja, dass man dann natürlich dadurch auch, das zur Unterstützung benötigt, zum Beispiel bei Spannungskopfschmerzen und. Und es sind natürlich auch viele Menschen, die haben Migräneattacken. Wenn sie, das ist immer, eigentlich fast immer der Beweis, oh, da ist ein Magnesiummangel. Aber das wird natürlich von den Ärzten niemals so benannt. Ja, und dann auch, was sollte das anderes auch sein? Bei Diabetes. Da könnte ich natürlich auch eine ganze Menge sagen, aber wir wollen ja sozusagen die Sendung nicht sprengen. Also bei Diabetes 2 ist es sehr, sehr wichtig, dass man das auch nehmen kann. In der 1, also wenn man Diabetes 1 hat, ist auch hier sehr wichtig als Verjüngung oder Verhärtungsumkehr des Gewebes und auch der ganzen Organe, dass sie wieder flexibler werden. Das ist auch ganz wichtig. Und auch, dass das Skelettsystem nicht verkalkt, nicht versteift wird. Und wird auch die Verschmelzung der Wirbel und der Gelenke werden dadurch auch aufgehoben bzw. verbessert. Ja, und was auch viele nicht wussten, und jetzt kommt eigentlich sozusagen der kleine Knüller, ohne Magnesium bleibt Vitamin C wirkungslos. Jetzt würden einige aufschreien, nein, das stimmt nicht, Vitamin C, ich nehme das und es funktioniert gut. Ja, schon. Ihr esst ja auch Dinge, wo Magnesium ganz sicherlich drin ist. Denn jeder weiß ja, wie wichtig Vitamin C
Vitamin C ist und fast jeder kümmert sich darum, möglichst viel davon zu sich zu nehmen, sei es mit Früchten, Säften oder Vitaminpillen oder anderen Dingen. Aber vom Mineralstoff Magnesium benötigen wir ebenfalls nach offiziellen Quellen, die wollen wir aber mal hier nicht nennen, brauchen wir aber trotzdem viermal so viel Vitamin C. Und kaum einer kümmert sich darum. Dabei kann Vitamin C ohne Magnesium nichts tun. Und das sollte man sich wirklich merken. Ohne Magnesium legt Vitamin C müßig die Hände in den Schoß und wird ungenutzt wieder ausgeschieden. Nehmen wir zur Abwehr von Infektionen Vitamin C, bleiben wir so lange infektanfällig, bis wir auch an Magnesium denken. Ja, und erst in Anwesenheit von Magnesium wird Vitamin C aktiv, bekämpft auch die freien Radikale, unterstützt das Immunsystem und löst die Produktion einer Vielzahl von Hormonen und Botenstoffe aus. Der Wahnsinn, oder? Ja. Das Zusammenspiel ist immer wichtig, ja, der einzelnen Mittel. Ja, und natürlich fragen sich auch viele, ah, oh, meine Güte, ja, wie soll ich das denn nehmen und bla und blub. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, entweder oral die einzunehmen, also das Magnesium. Oral sollte man dieses aber wirklich als Magnesiumcitrat nehmen. Das ist also bioverfügbarer, wenn man es oral einnimmt. Und aber man muss eins bitte bedenken, und das wissen viele Menschen nicht, dass nur zwischen 16 bis 33% an Magnesium, wenn man es oral nimmt, nur in den Körper gelangt. Weil da spielen natürlich auch hier viele Faktoren bei. Der Körper nimmt sich dann genau die ersten, Organe und die Zellen auch im Magen und so weiter und auch im Darm, nimmt sich das, was es am dringendsten braucht. Und die, also die Extremitäten wie Knie, Knöchel, Schulter und Kopf, diese können nicht so schnell auf dieses Magnesium zugreifen. Das muss man auch wissen. Und da hat man dann natürlich festgestellt, auch mit langjährigen Erfahrungen und Beobachtungen, dass Magnesiumchlorid zum Beispiel, das ist, das Magnesium, was jetzt nicht Citrat ist, sondern das kann man auch so sehr günstig im Handel erwerben. Und das nennt sich Magnesiumchlorid-Hexahydrat. Ja? Und dieses kann man zum Beispiel dann auch im Osmosewasser auflösen. Wenn jemand zum Beispiel einen sehr starken Magnesiummangel hat, der sollte dann wirklich am Tag und wirklich bei massiven Magnesiummangel so zwischen 12 bis 13 Gramm von dem Magnesiumchlorid dann nehmen. Das dann im Wasser mischen. Schön schütteln und dann halt auch den Körper damit einreiben. Am besten ist immer nach der Dusche, wenn man auch ein bisschen so seinen Körper geschrubbt hat, von alten Po, also von alten Zellen oder von der Haut so ein bisschen befreit hat und auch den Schweiß abgetragen hat, dann kann man das sehr, sehr gut verteilen auf den ganzen Körper, auch fürs Gesicht, für die Kopfhaut und. Und wenn man das dann halt öfters macht, man kann auch Magnesiumölbad, also Magnesiumbad, auch für die Füße machen. Und die Füße sind eine sehr, sehr starke Aufnahmequelle. Ja? Und die Haut selber ist ja das größte Aufnahmeorgan, wenn man es so nimmt. Weil von dem Magnesium, was man denn dort aufsprüht, wird es zu fast 100, also 99,9% aufgenommen. Und das ist mehr, als wenn man es oral nimmt. Ziemlich heftig, war, dass man fast 100% das verwerten kann, oder? Ja, kann jetzt gerade nicht so viel sagen. Ich habe gerade eine kleine Störung, aber es ist gleich wieder vorbei, ja? Okay, gut, dann werde ich mal noch weitermachen. Ich sag mal so, ist natürlich ein sehr massive Thematik. Und viele Menschen würden dann sagen, oh, das ist viel zu viel, kann ich mir ja alles gar nicht merken. Doch könnt ihr, weil ich sag mal so, ihr bekommt ja die Unterlagen dazu, also sprich die Seite, wo ihr diese Informationen auch entnehmen könnt. Und ihr werdet euch wundern, wenn ihr das Magnesiumchlorid nutzt.
Ja, wie wunderbar dann euer Körper reagiert, was da passiert. Und das ist schon fast magisch zu nennen. Also so sehe ich das zumindest. Und man kann das natürlich auch trinken, wie gesagt, aber es schmeckt so bitter. Und naja, manche machen das dann halt mit einem Vitamin C-Saft oder so, also mit Obstsaft und vermischt das dann. Kann man natürlich auch machen. Aber meiner Meinung nach ist also für mich die positive Seite die höhere Aufnahmemenge durch die Haut. Ja, hier ist zum Beispiel, und wenn man das über die Haut nimmt, dann nennt sich das transdermale Magnesiumöltherapie. Wird auch schon in vielen ja, Praxen genutzt, vor allen Dingen bei Heilpraktikern wird das sehr, sehr häufig gemacht. Und ja, die Ergebnisse sind einfach phänomenal. Ja, hier würde ich dazu sagen, diese ganze Grammzahl und so weiter, wie viel man nehmen soll, Tagesdosis, bei einer normalen Menge, wenn man nicht so einen hohen ja, Magnesiummangel hat, dann reicht das, wenn man so zwischen 5 und 6 Gramm pro Tag nimmt, auf ja, 1 Liter Wasser eingeflößt so und dann über den Tag verteilt trinken. Und macht das bitte nicht, wenn ihr das benutzt, dass ihr das alles auf einmal verhaut, sondern immer pro Tag über den Tag verteilt, mehrmals benutzen, selbst wenn ihr das trinkt. Dann bitte auch hier immer in kleineren Mengen, weil sonst kann der Körper manchmal, wenn man es oral vor allen Dingen nimmt, das alles nicht sofort verwerten, weil es auch nicht an alle Stellen im Körper rankommt. Ja, und hierbei ja, könnte man sagen, dass es auch sehr wichtig ist, dass ja auch die Haut und so weiter sehr weich wird. Und je weicher und durchlässiger sie wird, aber elastischer, kann die Haut auch natürlich dann immer mehr aufnehmen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr so eine Kur macht oder so eine Therapie, dass das der Wahnsinn ist. So, liebe Marion, ich wollte jetzt hier bei Magnesium erstmal stoppen, obwohl es noch sehr, sehr viel mehr zu sagen gibt, aber an Informationen ist das wohl schon sehr viel. Wenn du möchtest, können wir natürlich noch ein kleines Liedchen einspielen, eine kleine Pause machen, damit die Menschen sich erstmal erholen können. Ja, das ist sehr gut. Das ist ja Halbzeit. Wäre ja schön. Was ich noch sagen könnte, ist, es gibt auch diese Magnesiumkristalle. Da kann man Fußbad machen oder auch ins Badewasser. Das mache ich dann ganz gerne. Und ab und zu dieses Spray, was als Öl bezeichnet wird, aber es ist ja nicht wirklich ein Öl. Genau. So, und dann. Ja. Okay, dann machen wir mal eine kleine Halbzeit. Aber bevor als wir gleich in die Musik gehen, gebe ich noch einmal die Telefonnummer durch. Das ist die 0 dreimal die 3 5 7 9 6 9 7 8 6. Und wie gesagt, wenn ihr uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das auch gerne machen unter studio@ddb-radio.de. Gut, viel Spaß beim Zuhören. Ja, und da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen, die jetzt neu zugeschaltet haben. Herz, Körper, nee, Körper, Geist und Seele. Nein, Herz, Körper, Seele. Noch Ja, mal. lieber Marion, bist du denn jetzt schon so weit und konntest du dir da ein bisschen weiterhelfen oder soll ich gleich noch ein bisschen weitermachen? Weil ich hätte da nämlich noch eine kleine Information, die vielleicht doch auch noch wichtig sein könnte. Ja, mach das. Wir arbeiten ja hier dran, aber es geht auch. Ich kann trotzdem weitermachen. Ich habe einen Weg gefunden, wie es geht. Das Okay. Problem ist noch nicht ganz behoben, aber das machen wir dann. Okay, aber wenn, dann wollen wir es nicht auseinanderreißen. Ich habe nämlich noch hier zum Beispiel Symptome von Magnesiummangel. Das sind wirklich eine ganz schöne Menge. Also Muskelkrämpfe, wissen wir, Lidzucken, Muskelzucken, nächtliche Warnkrämpfe, Krämpfe der Kaumuskulatur. Also viele Menschen, die zum Beispiel in der Nacht wahnsinnig viel mit den Zähnen beißen und knirschen, das ist mit unter Umständen entweder natürlich psychologischer Natur oder also ja Magnesiummangel. Ja, dann haben wir innere Unruhe, Gespanntheit, Kopfschmerzen, Migräne, das haben wir ja schon gesagt.
Gliederschmerzen, Kreuz- und Rückenschmerzen, Reizbarkeit. Also viele Menschen, die sagen, oh, ich bin heute so schlecht drauf. Ja, ja, das könnte vielleicht mitunter auch darunter liegen, dass man ja, einen Magnesiummangel hat. Müdigkeit sowieso, Schwächegefühl, Mattigkeit, Energielosigkeit. Und bei unserem Wetter, das wir gerade hier über Deutschland haben, ist das kein Wunder, wenn wir hier matt sind, reizbar sind und auch ein Gefühl der Schwäche haben und Energie und antriebslos sind, rasche Erschöpfbarkeit spüren, übermäßiges Schlafbedürfnis, Schlafstörungen, Ängste und Phobien entwickelt werden, ja, Herzklopfen, man hat einfach aus unerfindlichen Gründen Herzjagen, kalte Füße, könnte natürlich auch Bewegungsmangel sein, aber gehen wir mal davon aus, Magnesiummangel. Ja, denn auch eine Geräuschempfindlichkeit, man ist viel in Grübeleien, mit Grübeleien beschäftigt. Man hat auch ein Taubheitsgefühl in den Händen und Füßen. Auch, was auch zum Beispiel ganz interessant ist, Wachstumsverzögerungen, ja, auch von Haar und der Körper selber. Dann auch eine Übersäuerung, auch Magnesiummangel, Krebs, Diabetes, Bluthochdruck. Also es ist wahnsinnig viel, was da passiert. Ist doch unglaublich, oder Marion? Ja, das finde ich auch. Echt. So, ich sag mal so, wenn du jetzt ganz gerne dein Thema da mal anbringen willst, es reicht ja, wenn es auch ein bisschen auf die Hüfte schießt und so, weil du hast ja doch eine ganze Menge Wissen und ruf das einfach schön aus deinem Köpfchen ab. Ha! Na, mal sehen, wie es funktioniert. Also, ich wollte ja über Biochemie sprechen und das ist ein Naturheilverfahren nach Dr. Wilhelm Schüssler und findet Anwendung über die Mineralsalze, so heißen die Schüsslersalze auch, bei verschiedenen körperlichen, aber auch seelischen Symptomen. Diese Salze werden eben nach Dr. Schüssler Schüsslersalze genannt. Es gibt 12 ursprüngliche, die traditionellen Salze. Und in der letzten Zeit sind dann immer noch mehr dazugekommen, hat man immer noch mehr entwickelt. Und es sind jetzt 25 insgesamt Funktionsmittel. Und die neuen heißen dann Ergänzungsmittel. Und diese Mineralsalze wirken in erster Linie auf die menschlichen Zellen, auf die Organe, auch auf das Blut, aber auch im extrazellulären Gewebe, das ist das Zwischenzellgewebe, davon ernähren sich dann die Zellen. Wenn diese Salze nicht ausreichend im Körper vorhanden sind, kann es zu Einschränkungen der Organfunktionen kommen und es entstehen daraus Störungen bis hin zu Krankheiten. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass genügend Mineralstoffe in Form dieser Salze vorhanden sein müssen, um einen gesunden Körper und auch Organe zu erhalten. Einen Moment bitte. Biochemie ist heute wissenschaftlich anerkannt und ist ein Studiengang auch. Die Ursprünge gehen immer noch auf Dr. Schüssler zurück und werden in Verbindung damit gebracht, aber wie gesagt, eigenständiger Studiengang und beschäftigt sich unter anderem mit Lipiden, Proteinen, Kohlenhydraten und Nukleinsäuren. Das sind so die wichtigsten Bausteine im Körper. Ne? Mhm. Die Schüsslersalze werden nach biochemischen Grundsätzen durch Verreibung hergestellt. Dabei werden aber nur körpereigene Bausteine genommen und durch Verreibung stark verdünnt und so den Zellen verfügbar gemacht. Im Vordergrund steht also der Mineralstoff und sein Defizit im Organismus des Menschen. Da kommt es aber auch auf die Verteilung an. Das ist nicht in einem, gerade weil du auch sagst, Magnesium gibt es auch von den Schüsslersalzen. Das ist dann auch die heiße 7. Aber da komme ich später noch zu den Einzelnen. Ja, jetzt geht es erstmal so ein bisschen um das Allgemeine. Und dieses Heilverfahren gründet sich auf die physiologisch-chemischen Vorgänge. Da geht es aber immer um organische Chemie, nicht anorganische Chemie, weil die schadet uns meistens und die sich dann im Körper auch vollziehen. Dadurch werden Störungen, welche aus der Bewegung der Moleküle, der unorganischen Stoffe, das habe ich gerade gesagt, des menschlichen Organismus entstanden sind, mittels homogener, also gleichartige Stoffe, wird es dann ausgeglichen. Und dieses Wirkprinzip könnte man also Isopathie nennen, im Gegensatz zu Homöopathie. Das heißt ja Ähnliches mit Ähnlichem heilen und hier geht es darum, Gleiches mit Gleichem zu heilen oder auszugleichen. Die Schüsslersalze sind vor allem auf körperlicher Ebene sehr wirkungsvoll, ist aber auch wichtig für die Seele. Da fehlt manchmal auch ein bisschen Biochemie, manchmal auch im Gehirn bestimmte Botenstoffe, die dann auch zu Depressionen führen können, wenn da einfach was fehlt.
Man kann auch mit den Mineralsalzen hervorragend entgiften. In der alternativen Medizin spricht man auch oft von Ausleitung von Giftstoffen, die wir über die Nahrung oder über die Umwelt aufnehmen. Und durch einige Mineralsalze können die Giftstoffe dann mit deren Hilfe jedenfalls aus dem menschlichen Körper abtransportiert werden. Dabei gibt es einige Stoffe, die gut sind. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten der Anwendung. Kleinen Moment bitte. Also Einnahme von Stoffen, die die Gifte wieder umwandeln, damit sie leichter abgebaut werden, also absorbiert werden vom Körper. Einnahme von Mitteln, die die Aufnahme des Giftes abschwächen. Dann gibt es Gegengifte, die eingenommen werden können, sodass das ursprüngliche Gift neutralisiert wird. Und dann gibt es noch die Einnahme von Mitteln, die die Stoffwechselfunktionen ankurbeln, sodass die Gifte schneller abgeleitet werden können. Und in diesen Fällen ist es immer das oberste Ziel, den Körper so schnell wie möglich von diesen Giftstoffen zu befreien. Und dabei ist es wichtig, eine Entgiftung mit Hilfe von Schüsslersalzen über einen längeren Zeitraum durchzuführen, also beispielsweise 6 Wochen mindestens. Und welche Schüsslersalze sind nun besonders geeignet für die Entgiftung? Also die Namen, die sage ich nachher nochmal. Also zum Beispiel Calcium Phosphoricum, das ist die Nummer 2 für Knochen und Zähne. Das Schüsslersalz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum, also Eisen wird immer gebraucht für den Körper, auch für Blutbildung und, das kennen wir ja alle. Schüsslersalz Nummer 4, Kaliumchloratum, das unterstützt die Funktion der Muskeln und Sehnen, auch wieder in Verbindung mit Magnesium natürlich, ne? Und Kaliumsulfuricum entgiftet eben auch noch den Körper. Dann haben wir noch Natriumchloratum, das sich auf den Wasserhaushalt des Körpers auswirkt. Das ist, glaube ich, auch noch eins seiner Themen. Natrium ist ganz, ganz wichtig für den Wasserhaushalt zum Ausgleichen. Und Natriumphosphoricum regt den Stoffwechsel an und unterstützt das Gleichgewicht. Und da geht es wieder darum, den echten richtigen pH-Wert zu haben, dass wir nicht immer in die Übersäuerung kommen, denn die Übersäuerung ist ja eine ganz große und häufige Ursache von Krankheiten und Störungen. Und dann noch das Nummer 10, Natriumsulfuricum, unterstützt den Körper bei Ausscheiden und wirkt auf alle menschlichen Ausscheidungsorgane. So, dann hat sich bewährt eine Kur mit einigen wenigen. Und da komme ich dann nachher nochmal zu. Und jetzt würde ich gerne dann zu dem Nummer 1 übergehen. Das Schüsslersalz Nummer 1, das wir dann jetzt hier kurz ansprechen. Ist das okay? Ja, na klar, mach mal, weil das interessiert mich auch sehr, weil es hat ja auch Querverbindungen auch zum Kalium und zum Magnesium und ja, die Auswüchse, die da stattfinden, das ja, das ist parallel. Ja, und ich habe damit selber auch schon einige gute Erfahrungen gemacht und suche mir dann immer was raus aus Büchern oder nach den Symptomen gehe ich dann meistens, da sage ich auch gleich noch was dazu. Und jetzt geht es so um das Allgemeine, wo das Schüsslersalz Nummer 1 besonders wirkt. Der Körper benötigt es für den Aufbau von Muskeln, Bändern, Knochen, Zähnen, Sehnen und Nägeln. Und es härtet und festigt diese zugleich, aber auch wenn es zu hart ist, muss es wieder weich werden. Also das schafft einen Ausgleich. Als Weich- und Hartenmacher festigt es erschlafftes Gewebe und macht eben verhärtetes wieder weich. Also Narbengewebe zum Beispiel. Und wenn der Normalstand wiederhergestellt ist, kann man das also wieder absetzen und dann sich wieder anderen zuwenden, anderen Salzen, die dann vielleicht benötigt werden. Es stärkt also Bindegewebe, Knochen, Nägel, Bänder, glättet auch die Hautfalten und Narben. Und es hilft bei übermäßiger Hornhautbildung, wenn zu viel Hornstoff aus dem Gewebe austritt, zum Beispiel. Und dann ist es nach Dr. Schüssler so, die Therapeuten, die danach arbeiten, die haben eine Antlitzanalyse erstellt. Und dann gibt es jetzt so einige Aspekte, bei denen das erkannt wird, wenn ein Mangel an Calciumfluoratum besteht. Also rötlich-schwarze Gesichtsfarbe, Würfelfalten um die Augen, eckige Falten, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Eckige Ich Falten, aber auch nicht. okay. Ja, du auch nicht. Schuppen im Gesicht, rissige Lippen, aber das kennt, glaube ich, jeder, vor allen Dingen im Winter und bei Heizungsluft und dergleichen. Parodontose kennt man auch. Und wenn man dann glänzende Haut hat, dann kann man immer gucken, ob einem dieses Mittel dann wieder helfen kann. Dann gibt es noch in dieser Sichtweise, in diesem System einige Persönlichkeitsmerkmale. Und die von dem Schüsslersalz Nummer 1 repräsentieren dann die Menschen,
die da den Mangel haben, als Sonderlinge. Sie sind eher vergeistigt, begreifen das Leben als stetigen Reifungsprozess und sie verspüren auch den großen Wunsch, die materielle Welt mit der geistig-seelischen Seele in harmonischen Einklang zu bringen, was ja was Gutes ist. Aber sie schwanken jedoch in diesen Extremen sehr hin und her. Und das ist dann wieder nicht so gut und dann könnte dieses Calciumfluoratum helfen. Also diesen Menschen mangelt es eben oft an Realitätssinn und Bodenständigkeit. Deswegen neigen sie oft zu depressiven Verstimmungen und fühlen sich halt lustlos und antriebsarm. Und deswegen kann man in sich selbst mal reinhorchen und sich anschauen und wie auch immer oder einen Therapeuten aufsuchen und gucken, ob einem dieses Salz fehlt. Und Calciumfluoratum findet noch Anwendung bei Krampfadern, Besenreißern, bei schlaffer Haut, Schwangerschaftsstreifen, Falten. Also Zahnschmelz hatten wir schon gesagt. Und bei der Schuppenflechte, Osteoporose, hier wiederholt sich so einiges, ne? Bei Organsenkungen. Also das ist dann auch so, wenn die Gebärmutter also die Organe, die Gebärorgane, sagt man auch, so verhärtet werden, dann senkt sich alles nach unten, weil es vielleicht auch schwerer wird. Und da wird dann wieder ein Ausgleich geschafft, dass es wieder weicher wird. Hautrisse, Mundwinkelrisse, Hautschrunden, habe ich eigentlich noch nie so richtig gesehen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Bei Hämorrhoiden, Analexemen, wer sowas hat, kann das ja auch versuchen. Narben, Warzen und verhärtete Aknepusteln. Nagelpilz, verformte unschöne Nägel, übermäßige Hornhaut und bei auch, das hattest du auch schon, Überbein und Hammerzehe. Also kann man auch hier gucken, ob es da hilft. Es gibt auch eine Salbe und da hilft es eben auch bei diesen ganzen Sachen, besonders bei Narbengewebe äußerlich sicherlich. Gibt es auch inzwischen zu kaufen, früher hat man sich das selbst hergestellt. Die Dosierung ist dann, das ist Potenz D6 oder D12, das ist ähnlich der Homöopathie, hat aber nichts mit Verdünnung zu tun, sondern mit Verreibung von den ursprünglichen Salzen. Und D6 nimmt man bei den körperlichen Symptomen und D12, in dieser Potenz ist es gut für die seelischen Symptome, wie eben Depression. Ja, das war erstmal das zu dem Nummer 1. Wenn du jetzt nochmal weitermachen möchtest oder gucken, ob schon jemand angerufen hat? Nein, bis jetzt hat noch keiner angerufen, obwohl mal einer versucht hatte, aber da war das dann wieder gleich weg. Vielleicht ist auch ein bisschen ein paar Schwierigkeiten mit meiner Leitung. Es könnte jederzeit jetzt jemand anrufen und Fragen stellen bezüglich auch jetzt Magnesium oder halt zu den Schüsslersalzen. Oder halt was anderes Sinnvolles beitragen. Ja, und ich könnte ja die Nummer nochmal nennen. Einfach die 0, 3 mal die 3, 5, 7, 9, 6, 9, 7, 8, 6. Ich wiederhole. 0, 3 mal die 3, 5, 7, 9, 6, 9, 7, 8, 6. So, ja, dann darfst du weitermachen. Entschuldigung, vielleicht hören ja auch viele so gebannt zu, dass sie später noch anrufen. Na gut, dann gehen wir jetzt zum... Naja, Marion, zum Beispiel, haben ja schon einige gesagt und auch geschrieben, dass das Unmengen von Informationen sind. Und es tut mir auch wahnsinnig leid, aber das ist etwas, das müssen wir alle wieder lernen, wir alle. Ja, dass wir uns diese Dinge anhören und nicht immer alles auf einem, auf einem Silbertablett. Genau. Ja, und vor allen Dingen selbst recherchieren, selbst Dinge herausfinden, daran wieder Spaß zu entwickeln und auch die Neugierde wieder zu erlernen. Ja. Ich denke mal, das ist eine Sache, das werden wir noch in Zukunft noch oft erfahren müssen, denke ich mal. Also es kann ja auch Spaß machen. Mir hat das dann irgendwann mal Spaß gemacht, seitdem ich gemerkt habe, Schulmedizin hilft mir nicht wirklich. Also dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach anderen Mitteln. Und Schüsslersalz ist halt ist auch relativ bekannt. Ich glaube, viele unserer Kollegen im Mammel kennen das schon. Gut, dann mache ich jetzt weiter mit dem Salz Nummer 2. Ist das okay? Ja. Gut. Das Funktionsmittel Calciumphosphoricum ist vor allem wichtig für den Zellaufbau, den Knochenaufbau und den Aufbau der Zähne. Also es wiederholt sich zwar, aber es ist denn wieder das eine wie das andere nötig. Es wird besonders bei Kindern mit verspätetem Wachstum der Zähne und Knochen sowie Wachstumsschmerzen eingesetzt. Und dann unterstützt es auch bei der Muskelbewegung,
Also es kommt im menschlichen Körper am häufigsten und in großen Mengen in den Knochen vor. Ich denke, das wissen sehr viele, dass Kalzium absolut gebraucht wird für den Knochenaufbau. Und viele gehen dann her und trinken ganz viel Milch. Und ich sage es mal so, ich rate mal davon ab. Muss sich auch jeder wieder selbst informieren. Aber was heutzutage in der Milch ist und was Milch an sich bedeutet, bitte darüber informieren. Osteoporose ist damit sicherlich nicht heilbar. Na, Die liebe Marion, es wurde ja schon auch angeregt von einigen ja, Zuschriften, also ja, E-Mail-Zuschriften, bitte doch auch einmal ein Referat bzw. eine Sendung über die Milch und was damit alles zusammenhängt. Ja, können wir doch auch gerne machen, um die Menschen mal zu informieren, was denn da alles so schon passiert, wo man überall Milch drin hat, wo man glaubt, dass es nicht drin ist und was da im Körper passiert. Was meinst du, Marion? Ja, Wäre sehr das gerne. ein Also Thema? ich hab mich mit dem Thema schon beschäftigt. Ich habe es jetzt gerade nicht immer so parat, weil dann liegt es schon eine Weile zurück, aber dann guckt man sich das eben nochmal an. Vieles weiß ich so ad hoc, aber dann bereiten wir uns eben ein bisschen vor und machen darüber eine Sendung. Ist alles okay? Ja, gut, dann machen wir, dann mach weiter. Okay, Dann okay. haben wir schon wieder was Nächstes. Ja. Und dann wird das Calcium Phosphoricum noch eingesetzt. Und ist wichtig, also die Calcium-Ionen sind wichtig bei der Ausscheidung von Histamin. Das hatten wir vorhin auch bei Magnesium. Das hat ja was mit Allergien zu tun. Und aus den Mastzellen, also die Ausscheidung von Histamin aus den Mastzellen wird verhindert, weil die Ausschüttung, die ist dann zu viel und das verursacht dann diese allergischen Symptome. Ja, und das wird eben hier verhindert, beziehungsweise ausgeglichen wird. Jetzt haben wir hier auch wieder die Antlitzanalyse. Diagnose kann man aber auch sagen. Und zwar Blässe, wächserne Haut, also wenn die so durchscheint, aber auch so, naja, so starr vielleicht ist. Käsige Gesichtsfarbe, glänzende Haare, Mundgeruch und eine weißliche Zunge. Also da muss, glaube ich, auch ein erfahrener Therapeut daran, um das richtig einordnen zu können. Die persönlichen Merkmale wären dann. Diese Persönlichkeit ist sehr auf Sicherheit bedacht. Möchte gerne überschaubare, bewährte Systeme haben und möchte gerne geführt werden. Möchte gerne eine führende Person an ihre Seite gestellt wissen, ne, um sich vielleicht nicht auf Verantwortung einzulassen. Die wirken oft hilflos, diese Menschen, unentschlossen und lassen sich deswegen natürlich auch leicht beeinflussen. Ja. Könnte man sich ja mal so in der BRD umgucken. Was da so los ist mit der Beeinflussung von nicht guten Programmen. Ja. Und es fällt ihnen auch oft schwer, wenn sie mal etwas angefangen, das auch wirklich zu Ende zu führen. Da fehlt dann anscheinend die Energie, dieses Stoffes, das richtig weiterzumachen. Sie planen also nicht selbst, sondern hängen sich lieber an andere dran, die dann Pläne machen. Ja. Und sind aber dennoch wiederum eigenbrötlerisch und unkommunikativ, also ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück und vermeiden Teamwork. Und das ist natürlich für sie selber sicherlich nicht so schön, weil da bleibt ja der Kontakt weg, ne? Dann sage ich jetzt noch was zur Anwendung. Also bei der verzögerten und schlechten Knochenbildung, besonders bei Kindern und Jugendlichen, bei Zahnungsschmerzen, wenn die entstehen, sollte man das nehmen. Wachstumsschmerzen, wieder Osteoporose, Knochenschwund ist eine unterstützende Behandlung, Knochenbrüche. Also es heilt dann viel schneller, wenn man diese Salze zu sich nimmt. Muskelkrämpfe, Kribbeln und Taubheitsgefühlen in Gliedmaßen, vielleicht zusammen mit Magnesium. Körperliche Schwäche, also allgemeine körperliche Schwäche. Nervosität bei der Unterstützung des Geburtsvorganges. Allergische Erkrankungen und Hautjucken im Alter. Bei Schulkopfschmerz, also wenn Kinder wahrscheinlich zu viel Lernstoff in die Gehirne eingedroschen kriegen, sage ich jetzt mal, dann übermüdet es auch und dann fehlt ihnen mitunter auch dieser Stoff, das Calcium Phosphoricum. Bei Schleimhautwucherungen, also wenn man zum Beispiel Polypen in der Nase oder irgendwo hat, hilft es sehr gut. Und wenn man Nasenbluten hat, dann kann es auch helfen. Gibt es wieder die Salbe? Die auch wiederum äußerlich dann sehr gut wirkt, gibt es eben wie gesagt auch zu kaufen. Anwendungshinweise
für die Schwangerschaft, bei Schwangerschaftsstreifen, bei Babys und Kindern, die gibt es dann eben auch. Und können wir auch nochmal Links dazu einstellen. So, soweit erstmal. Sonst könnte ich noch was Allgemeineres sagen. Oder wir gehen noch zum dritten Schüttlerseil. Wir können auch gerne dann auch noch ein paar Minuten überziehen, weil ich denke, dass gerade was mit dem Kalium zu tun hat, schon wichtig ist, dass wir das heute noch in der Sendung besprechen. Ansonsten müssen wir es tatsächlich die nächste Woche mit reinnehmen. Aber ich sage nur eins schon mal vorweg, sollten wir es heute nicht schaffen, dann wird Kalium das Thema nächste Woche auch mit dabei sein, weil Kalium ist so wahnsinnig wichtig. Und die FDA und AMA, diese beiden versuchen hier vor allen Dingen auch in Deutschland, aber auch halt in allen anderen Ländern und auf anderen Kontinenten, ja, uns zu verheimlichen, wie wichtig Kalium ist. Es wird ständig mit Schrecken und so weiter Dinge behauptet. Ja, und da wollte ich dann halt ganz gerne den Menschen dann halt auch aufzeigen, dass genau im Grunde genommen fast das Gegenteil die Wahrheit ist. Wie immer bei unserer, wie sagt man, Pharma-Mafia. Ja, das kann man mit Fug und Recht sagen. Ja, dann leg mal noch los, deins und Ich wie denke, du willst gesagt, Kalium machen? nein, nein, mach du mal deins und ansonsten, weil meins ist ein bisschen sehr viel an Informationen und ich denke mal schon mit Magnesium und mit deinen Informationen sind die Leute heute bestimmt schon mächtig beschäftigt. Na gut. Also mit dem Thema komme ich ja auch nicht durch heute. Aber wir machen denn jetzt noch die drei und gucken dann, wie wir das nächste Mal weitergehen. Ja? Also, das dritte Schüsslersalz, das ist das Ferrum Phosphoricum, also Eisenphosphat. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig bei der Sauerstoffnahme im Blut, für das Blut, für die Blutbildung. Und es ermöglicht den Sauerstoffmolekülen, sich an die roten Blutkörperchen zu binden. Also je mehr Sauerstoff über das Blut in die Zelle gelangt, desto mehr Nährstoffe werden auch benötigt und verbrannt. Das bedeutet dann auch, dass der Körper mehr Energie besitzt, um zum Beispiel Konzentration und Gedächtnisleistung zu verbessern. Und das Ferrum Phosphoricum hilft bestimmten Eiweiß dabei, Muskeln aufzubauen und eben das, den Sauerstoff aufzunehmen und wieder abzugeben, wenn er denn eben verbraucht ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Ist ja auch eine Stoffwechselsache. Und somit ist das Salz auch für die Energiegewinnung in den Zellen beteiligt und es beeinflusst auch die Spannung von Blutgefäßen. Das ist ja auch oft so, dass die starr werden, ja. Das kann ja auch eine Ursache von Bluthochdruck sein. Und die Durchblutung ist eben auch wichtig und dabei hilft Ferrum Phosphoricum auch. Und es hilft dabei, das Eisen im Organismus dahin zu bringen, wo es gebraucht wird. Und ein wichtiger Faktor ist dabei die Milz. Milz ist ganz wichtig zur Blutbildung. Ja. Und dann unterstützt Ferrum Phosphoricum noch das Immunsystem allgemein und fördert auch wieder die Ausscheidung von Giftstoffen. Und bei Entzündungen im Anfangsstadium, da ist das ein ganz wichtiges Mittel. Also Entzündungen immer Ferrum Phosphoricum, aber im Anfangsstadium. Dann wieder die Aspekte der Antlitzanalyse. Schatten unter den Augen, bläulich-rote Ferrumröte, so eine hitzige Röte ist das. Oder auch gelblich-graue Farbe, aber dann am Körper sicherlich. Rötliche Stirn, also Wangen und Kinn sind dann auch so rot. Dann haben diese Menschen oft heiße Ohren und ein sehr blasses Zahnfleisch. Aber wie gesagt, das würde ich gerne in die Augen in die Hände eines Therapeuten geben, weil ich würde mir das nicht zutrauen. Da muss man sehr viel Erfahrung haben und viele Menschen schon behandelt haben, würde ich jedenfalls sagen. Ja, das würde ich auch so sehen. Wie wäre es dann zum Beispiel, wenn du dann heute hier stoppen würdest? Dann machen wir dann nächste Woche weiter. Mein Thema wird dann nächste Woche dann tatsächlich also das Kalium sein. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Bist du damit einverstanden, liebe Marion? Ja, also ich würde dann wirklich mit den Schüsslersalzen gerne weitermachen. Das können wir sehr gerne machen. Und wir hoffen natürlich dann auch, ja, jetzt auf den letzten Drücker kommt ein Anruf. Ist ja klar. Ja. So, na dann machen wir das mal. Ja, Herz, Körper, Seele, einen wunderschönen guten Abend. Wer spricht da? Da spricht die Genoveva.
Ich wollte euch sagen, dass eure Sendung sehr, sehr schön ist. Und wir sind zum Beispiel Leute, die das Magnesium hernehmen bei Muskelkrämpfen. Und also ich kann nur eines sagen, das wirkt wunderbar. Und mein Mann, der hat sich gefreut über den Rat, dass man das sogar für die Füße zum Einreiben hernehmen kann. Der hat sofort in die Tat umgesetzt. Also es ist sehr, sehr interessant, was ihr da bringt. Und da wollen wir euch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ja, danke schön, Genoveva. Ja, es ist wichtig, gerade vor allen Dingen die Füße. Man beachtet sie kaum. Man läuft den ganzen Tag drauf herum und weiß gar nicht, was die Füße denn da so erzählen. Sie sagen dir, was du vor 4 Wochen getrunken hast, womit du dich ernährst. Und sie können auch andere Dinge sagen. Da gibt es auch, das kann ich mal einen anderen Tag mal anbringen. Da gibt es auch eine Frau, die wohnt in Österreich, die hat da ein Studium draus gemacht, das Erkennen in den Füßen, die Geschichte, wie man lebt, wie man isst und wie man trinkt. Und was diese Frau da alles herausfindet anhand der Füße, ist schon ein Wahnsinn. Und sie erkennt Krankheiten, woran man leidet, was man machen kann. Und die Füße müssen mehr Beachtung geschenkt bekommen. Das ist ganz klar. Und ich finde das super, dass dein Mann das gleiche in die Tat umgesetzt hat. Ich danke dir auch für deinen Anruf und dein Lob. Ja, das ist ja, wir sind jede Woche, hören wir es uns an. Wir finden es immer sehr interessant. Vielen Dank. Wir danken dir und dir noch einen schönen Abend und liebe Grüße an deinen Mann. Genau, da war sie weg. Ein Satz noch zu den Füßen. Es gibt ja auch die Fußreflexzonenmassage. Das bedeutet ja auch, oder Akupunktur, Akupressur an den Füßen gibt es ja auch. Und das bedeutet ja auch, dass sich an den Füßen jedes Organ energetisch nochmal wiederholt. Mhm. Also, man kann viel erreichen, wenn man sich selbst mal die Füße massiert. Ja, oder die Öhrchen. Nein, ja, genau. Aber das stimmt ja, das ist ja das Gleiche. Ja, ja. Da wiederholt sich ja auch alles, ne? Ja, wenn man bedenkt, das Ohr hat die Form eines Embryos, ja, und man denen dann die Organe zuspricht, in der Haltung eines Embryos umgedreht, sollte man nicht meinen, was da alles wirklich tatsächlich war. Also so ist auch wirklich interessant, was man da machen kann, was man bewirken kann. Und gerade jetzt Ohrakupunktur ist auch mitunter so ein Steckenpferd von mir, weil ich das auch gelernt habe. Und was da für Dinge stattfinden im Körper, die Vorgänge, auch psychisch, ist der Wahnsinn. Ja, ich habe mal so ein Akupunkturgerät mir gekauft, ein elektrisches. Kann man dann viel selbst machen. Also ein kleines, wie so ein Stück sieht das aus. Ja, ja. Gibt auch leichte elektronische Impulse aus und so. Also ist schon eine super Sache. Ja, aber ansonsten haben wir keine Anrufe mehr. Und die Themen sprengen oftmals die Zeit für eine Sendung. Und ja, wir gucken mal nach. Vielleicht können wir das irgendwann mal, vielleicht im neuen Jahr etwas verlängern. Werden wir mal sehen, ob das auch so gewünscht wird. Ja, dann sage ich mal von meiner Seite aus, wünsche ich einen wunderschönen Abend an alle Zuhörer. Und natürlich wird das Video dann auch wieder Menschen der verfassunggebenden Versammlung auf dem YouTube-Kanal gezeigt, aber halt auch auf DDB-Netzwerk Reloaded und so. Und da könnt ihr dann auch die Links entnehmen für das Magnesium und für die Schüssler Salze. Ja, und sollten da Fragen sein, bitten wir herzlichst tatsächlich einfach eine Mail schicken, wenn spezifische Fragen sind. Aber bitte recherchiert doch selbst, lest euch erstmal die Sachen durch und immer ein bisschen in Eigenregie. Und da würden wir uns auch herzlich drüber freuen, auch über neue Infos, was ihr denn so, was euch bewegt, worüber ihr gerne mal was hören wollt. Und darüber würden wir uns freuen. Ja, dann von meiner Seite aus sage ich dann einfach schon mal einen wunderschönen Abend und bis zur nächsten Woche. So, liebe Marion, dann bist du dran. Okay, also ich freue mich auch, wenn ihr selber recherchiert und über Erfahrungsberichte zum Beispiel auch. Ja, da können wir auch immer daran sehen, was ihr so umsetzt und was euch daran gefällt und können ja dann auch weiterlernen. Und ich danke dir, liebe Yvonne. Und an dir einen schönen Abend und an die Zuhörer, ich wollte schon wieder Zuschauer sagen, an die Zuhörer ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Tschüss!
Ja, und nur noch einen kurzen kleinen Satz dazu. Zuschauer wird es bestimmt bald geben, wenn alles sich ändert. Dann werden die Menschen wieder richtig zuschauen können und auch wirklich Wissenswertes erfahren und nicht diese Sachen, die die Pharma-Mafia uns immer ständig unter die Nase reibt, was doch alles so gefährlich ist. Uah. Genau, und wir setzen dem was entgegen. Und damit nochmal einen schönen Abend. Tschüss. Bis dann.